Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich dann für euch, wie ihr es natürlich im Titel lesen könnt, ein DM-Haul. Denn ich möchte mir natürlich wieder ein bisschen was nachkaufen und auch, was ich dann auch wieder für euch verlosen werde, aber erst in einem anderen Video. Also hier ist meistens dann ein bisschen was doppelt, aber ich war eher am dringendsten dort, da ich mir natürlich was eben kaufen musste. Also das, was ich eben meistens immer verbrauche. ja, ich würde mal sagen, ich starte jetzt einfach mal und ziehe einfach schon mal das Protein raus. Und zwar das von Foodsprings, was ich mir meistens ja immer kaufe, das in Schokoladengeschmack. Ihr wisst Bescheid. Das liebe ich abgöttisch. Es hat so richtig diesen intensiven Schokoladengeschmack, was ich sehr, sehr gerne mag. Bei dem Protein, das schmeckt sehr, sehr lecker. Die kleinen Packungen kann man eben dort kaufen. Wenn man eben die Full-Size-Version davon haben will, dann muss man auf deren Website gehen. Also ist jetzt nichts sponsored oder irgendwie sowas, aber wie gesagt, das mag ich sehr, sehr gerne. Und natürlich kaufe ich mir ja die Sachen, ja. Eben selber, also ist hier davon ja nichts gesponsert, also keine unbezahlte Werbung. Dann habe ich hier noch was und zwar von Foodsprings die Protein Cream in Haselnuss. Ich dachte mir, ich probiere das auch mal aus, denn die soll sehr, sehr lecker sein und auch von den Werten her sehr, sehr gut. Vor allem, wenn man ja davon nicht so viel nimmt, hat es ja eigentlich dann ja sehr, sehr gute Werte. Ja, ich probiere das auf jeden Fall mal aus, die Tage, und kann euch mal dann berichten. Es hat auf jeden Fall nicht so viel Kalorien, was auch mal sehr, sehr gut ist. Also nicht Kalorien, sondern Kohlenhydrate, ja. probiere ich mal auf jeden Fall aus, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich es sehr, sehr lieben werde. Dann ein Nachkaufprodukt, und zwar das Lovely Gesichtscreme. Ja, die habe ich ja jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt die Tage mal meine andere Creme benutzt für den Tag. Und ja, jetzt habe ich hier jetzt wieder meine All-Time-Favorite Gesichtscreme für den Morgen. Also was ich mir so am Morgen auftrage. Das liebe ich sehr, sehr. Und das musste wieder her. Dann habe ich mir hier jetzt was gekauft, was ich jetzt so zu Hause ja gerade nicht mehr habe. Denn mein Lesser-Sissel-Schutz-Spray, was von Langhaar-Mädchen war, habe ich aussortiert. Da es irgendwie ja nach einer Weile irgendwie ja so komisch war und es nicht mehr so wirklich gespritzt hat, sondern es alles raus tropft, eher gesagt. Und ja, hier habe ich jetzt eins von Balea, das will ich jetzt halt mal dann ausprobieren. Ist jetzt so ganz normal flüssig und nicht so wie das von Langhaar-Mädchen. Mal sehen, ob das hier ganz gut ist. Also das ist ein 2-Phasen-Rezeptur, schützt das Haar und pflegt es intensiv. Und ist ein Hitzeschutz bis zu 220 Grad. Also werde ich auf jeden Fall auch mal austesten, das. Denn zurzeit mache ich mir ja gerade wieder öfters Locken, wie ihr es gerade seht. Das sind gerade noch so die ein bisschen von gestern. Und glätte mir auch jetzt auch häufiger die Haare. Also muss das ja sein, denn Hitzeschutz bei Haaren ist sehr, sehr wichtig, denn sonst werden sie nur sehr, sehr trocken und sehr spröde. Und ja, ich brauche das ja jetzt auf jeden Fall für die Zeit. Dann noch eine Sache, was ich mir dachte, ja, ich kaufe es mir, da ich ja jetzt kein Peeling mehr zu Hause habe, so für unter die Dusche oder sonstiges. Dann mein Ölpeeling von Lessons von Balea habe ich aufgebraucht gehabt. Und jetzt habe ich hier das Duschpeeling Calm Down. Ist mit Vanille und Orangenblütenduft für jeden Hauttypen. Ich dachte mir, ich hole mir mal so eins und probiere es mal aus. Demnächst, wenn ich mich dann irgendwie mal wieder duschen gehe oder irgendwie sowas, benutze ich es mal auf jeden Fall vorm Rasieren. Mal sehen, ob das auch irgendwie ganz gut ist. Und es ist auch eine Limited Edition, wie ihr es hier vielleicht sehen könnt. Ich finde es auch von der Verpackung irgendwie sehr, sehr schön und sehr ansprechend.
Und ich habe es auch noch gar nicht gerochen. Bestimmt riecht es auch noch sehr, sehr gut danach. Ja, es riecht sehr gut. Ich kann es jetzt nicht so beschreiben, aber auf jeden Fall, so wie es hier eben steht. ja. Jedenfalls brauchte ich das auch, denn für die jetzige Jahreszeit sollte man sich besser um die Haut kümmern, da ja die Luft so ein bisschen trockener ist, also wird auch so auch die Haut ein bisschen empfindlicher und auch pflegebedürftiger, sage ich jetzt mal so. Und ja. Dann habe ich jetzt noch ein Aqua Augen Roll-On, auch von Balea, denn mein jetziges Augenpflege-Creme ist fast aufgebraucht und ich dachte mir, ich hole mir den hier wieder. Das hatte ich schon mal vor etwas längeren Zeit, aber ich dachte mir, da ich das auch schon damals irgendwie ganz sehr, sehr mochte und da es auch irgendwie sehr, sehr schön kühlend ist, hole ich es mir auch irgendwie wieder, denn es hat ja so eine Kugel, in dem ihr es ja dann auftragt und es wirkt dann so auch sehr, sehr schön kühlend an der Nähe des Auges. Also habe ich es mir eben auch wieder geholt gehabt und ich mag es eigentlich auch sehr gerne und ist parfümfrei, also ist dann nicht so sehr empfindlich, falls eure Augen irgendwie mal tränen sollten oder irgendwie sowas. Also das ist auf jeden Fall duftfrei. Und ja, und es ist auch natürlich für feuchtigkeitsarme Haut. Also bei mir geht so, aber unter den Augen ist schon irgendwie recht trocken. Also dann habe ich mir auch schon gleich den Pickle Break wieder nachgekauft, denn ja, ihr wisst ja, ich verbrauche es sehr schnell, also dazu muss ich jetzt nicht mehr so viel sagen. Dann habe ich hier noch was von Balea, ein Augen-Make-up-Entferner für wasserlösliches Make-up mit Aloe Vera. Es ist auch natürlich ölfrei und nicht fettend. Ich habe es mir eher gedacht gehabt, dass ich es hole, um meine Wimpern, also falschen Wimpern, dann eben damit dann zu reinigen. Auch wenn ich irgendwie gerade fast keine mehr habe. Ja. Ich weiß nicht, wo die abgeblieben sind, auch wenn ich die abmache und irgendwie so hinlege, damit ich weiß, wo ich die hin tue. Aber die sind dann irgendwie dann weg. Ich weiß dann nicht mehr, wo die sind. Ja, auf jeden Fall ist es dann aber dafür, dass ich die dann auch damit dann sauber mache und auch ein bisschen auch für meine Haut, dass wenn noch irgendwie Reste da sind an meinem Gesicht, dass ich es dann damit abmache. Ja, so, dann kommen wir dann zu ein paar Sachen, die ich für mich und auch für euch geholt habe. Aber das werde ich alles nicht hier verlosen, sondern irgendwann bald in einem anderen Video. Also werdet ihr das Video auf jeden Fall nicht verpassen wollen. Und zwar habe ich hier von Balea, ja, ich habe irgendwie relativ viel von Balea gekauft, ich weiß. Aber ich mag auch so die DM-Eigenmarken-Produkten-Sachen, da sie recht vom Preis her ganz gut sind. Und auch so finde ich die sehr, sehr gut. Ja, also habe ich hier jetzt mal das Lippenpflege-Peeling in Kokos mit natürlichem Kokosmehl. Zarte Lippen. Also ich dachte mir, ich hole mir eins für mich, da ja gerade in der Zeit natürlich meine Lippen etwas anfälliger sind für die Trockenheit natürlich. Vor allem hier an den äußeren Lippenpartien. Denn letztens habe ich mir auch hier schon gedacht gehabt, oh nee, es wird wieder so trocken dort. Also habe ich schon mal vorgesorgt und das hier geholt. Einmal für mich und einmal für euch natürlich, aber das, wie gesagt, ihr werdet das, was ich alles verlosen werde, in einem anderen Video sehen. Dann habe ich ja noch Lippenpflegestifte, und zwar ganz normale Lippenpflegestifte in Calm Coco mit sanftem Kokosduft, auch für zarte Lippen. Ich fand es auch irgendwie sehr, sehr süß, also habe ich hier mir gedacht, wieder eins für mich, eins für euch. Ja. Ist auch eine Limited Edition, ist auch bestimmt von den Pflegewerten hier sehr, sehr gut. Bestimmt. Mal gucken. Aber ihr bekommt ja auch noch was, also ja. Könnt ihr das mir dann auch irgendwie mal
dann irgendwann mal sagen, wenn ich es dann verlose. Dann habe ich hier noch eine Sache, was ich auch wieder für mich gekauft habe, und zwar Taschenwimpern. Denn ich habe ja, wie ich ja gerade ja gesagt habe, keine mehr, also dachte ich mir, hole ich mir wieder welche. Das sind jetzt allerdings neue von Catrice. Falls das vielleicht noch keiner weiß, ich mag die Wimpern von Catrice irgendwie sehr, sehr gerne. Also dachte ich mir, hole ich mir auch wieder welche. Aber das hier sind jetzt neue Styles. Also die finde ich sehr, sehr schön. Sind, falls ihr es sehen könnt, so zickzackförmig, so dass es halt irgendwie natürlich aussieht. Ja, also ich finde es sehr, sehr schön. Und es hat natürlich diese sehr feine Bändchen, damit es auch natürlich am Auge rüberkommt. Also werden die auch vielleicht gut für den Alltag. Und auch hier habe ich ein Lippenprodukt, aber ein Lipgloss von Essence. Und zwar, das werde ich auch natürlich an euch verlosen. Aber wie gesagt, das, was ich hier zeige und an euch verlosen werde, kommt in einem anderen Video dran. So, dann habe ich hier mal wieder auch ein paar Masken. Und zwar auch für euch natürlich. Also einmal hier eine White Chocolate Maske von Balea. Die ist bestimmt auch so ein bisschen essbar. Und noch die Golden Milk Maske. Die sind bestimmt sehr coole Masken. Also dachte ich mir, hole ich mir auch für mich welche. Und ja, ich bin sehr maskenaffin, muss ich jetzt ehrlich sagen. Denn ich bin so, ich kriege meine Gesichtshaut sehr gerne. Vor allem, wenn sie dann anfängt, etwas pickelig oder sonstiges zu werden. Und habe ich hier noch andere Masken. Sind auch irgendwie neue. Da sehe ich jetzt nicht, ob es jetzt irgendwie limitiert ist oder irgendwie sowas, aber ich glaube, kommt in den Standardsortiment. Und zwar sind es Avocado-Honigtuchmasken. Also, da hole ich mir die auch, da ich das irgendwie ganz cool finde, eine neue Maske auszuprobieren. Hat es ja Honigextrakt und Avocadoöl und spendet dann auch noch sehr intensiv Feuchtigkeit. Ja, also einmal für mich, einmal für euch. Also es wird dann auf jeden Fall so ein Pflegeset mit ein bisschen Beauty für euch. Aber wie gesagt, ihr bekommt es erst in einem anderen Video zu sehen. Dann habe ich hier auch noch was, was dann an euch geht. Eine Mascara von Essence, die Lash Princess False Lash Mascara in Waterproof. Die ist ja eigentlich ja auch erst irgendwann neu gewesen. Die ist diesmal in so einem Schwarz mit Blau. Meine Lieblingsmascara von denen ist die in Grün. Die mag ich sehr, sehr gerne. Aber ich dachte mir, ich verlose dann die hier an euch. Also das bekommt, geht dann in ein Verlosungspaket. Und dann noch als letztes hier mal Kaugummis. Die sind immer Standard, also das kaufe ich ja immer. Das brauche ich meistens auch, denn meistens so, wenn ich irgendwie so ein bisschen Hungergefühl habe, dann brauche ich irgendwas zum Essen. Irgendwas zum Kauen oder irgendwie sowas. Also habe ich mir die auch wieder geholt gehabt, auch wenn ich noch ein paar habe. Ja, ansonsten war es dann eigentlich auch schon mit dem Haul hier. Das war auch so ein bisschen realistischer und auch das, was an euch geht, in einem anderen Video dann. Das werdet ihr dann ganz bald sehen. Und ja, also ich hoffe, euch hat das Haul hier gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert mich auch natürlich gerne. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn noch mehr Abonnenten dazukommen. Ich würde dann auch irgendwann mal bald ein größeres Verlosungspaket machen, wenn ich noch mehr Abonnenten habe. Also seid gespannt darauf. Ja, auf jeden Fall lasst mir gerne ein Abo da. Also klickt auf das rote Abonnieren-Button. Und damit ihr auch keine Videos mehr von mir verpasst, klickt auf die Glocke daneben. Denn so verpasst ihr auch denn so verpasst ihr dann auch keine Videos mehr von mir. Also so werden dann auch euch immer Videos angezeigt von mir. Denn dann ja, verpasst ihr eben nichts und die werden auch immer in eurer Abo-Box angezeigt. Denn ihr wisst ja, YouTube kann ja immer ein bisschen spinnen. Ja, also auf jeden Fall
teilt mich auch natürlich gerne. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn auch ihr mich ein bisschen weiter empfiehlt. Denn ja, ich bin auf großes Aus hier auf YouTube. Denn ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich ein bisschen weit damit kommen würde. ja, also ich lasse ja auch natürlich meinen Instagram-Namen oder Daten hier ja auch, damit ihr wisst, wie ich dort heiße, denn dort poste ich auch immer alles aktuell und ja, dort könnt ihr immer alles mitverfolgen, was ich so fast jeden Tag mache. Und ja, ansonsten würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss!